Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllister's Outdoor Cooking. Ihr seht, der Raketenofen ist wieder im Einsatz, genauso wie unser Potje. Wir haben wieder was Fantastisches gezaubert, und zwar einen leckeren Gyros-Eintopf. Wie wir den gemacht haben, was wir dafür alles brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Für unser Gericht brauchen wir heute folgende Zutaten. Wir haben hier Zucchini, rote Zwiebeln, wir haben Champignons, wir haben Kartoffeln mit Taxa, dann haben wir hier eine Barbecue-Soße, wir haben Schnitzelfleisch, aus dem wir dann unser Gyros herstellen werden, Cocktailtomaten, das Steak-Juwel-Gewürz vom Beef Buddy, dann haben wir Greek Spice von der Grill Show, wir haben Chilis, durchgepressten Knoblauch, Feta-Käse, etwas Olivenöl, Tomatenmark und eine Basilikumpaste. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Ihr seht, es wäre der Haufen Schnibbelarbeit gewesen. Ich habe das alles schon erledigt und somit können wir gleich anfangen. Ja, kommen wir zum Setup. Letztens habe ich ja hier so eine wunderschöne Konstruktion hier gebastelt. Und zwar aufgrund der angenehmen Höhe habe ich das so gebaut, dass wir hier die Feuerplatte haben. Auf der Feuerplatte steht der Raketenofen und auf dem Raketenofen der Potje. Und somit haben wir hier eine schöne Arbeitshöhe, dass wir hier schön kochen können. Wir werden beginnen, dass wir uns unser Feuerchen anschön werden. Dazu nehmen wir hier so Anzünder, bringen die zum Brennen und geben die hier unten in unseren Raketenofen rein. Dass das Ganze ein bisschen schneller geht, nehmen wir hier drei Stück. Und dann werden wir anfangen, dass wir hier auf unserer zweiten Ebene unser Holz hineingeben werden und warten, bis das alles schönes Brennen anfängt. Wir werden uns jetzt zuerst unser Grillgemüse bzw. mediterranes Gemüse hier vorbereiten. Ursprünglich war das Ganze hier mal als Grillgemüse gedacht. Als mein Kameramann und ich letztens gegrillt haben, haben wir hier so Grillgemüse gemacht und das Ganze ist damals etwas suppig geworden, weil wir da ein bisschen zu viel Zutaten dazugegeben haben. Werde ich euch dann erzählen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, daraus müsste doch auch so ein super Eintopf funktionieren. Und hier sind wir, heute machen wir das Ganze. Also wir haben jetzt hier zu unserer Zucchini, Champignons, zu den Tomaten und zu den Zwiebeln noch etwas Peperoni dazugegeben. Geben hier jetzt ein bisschen Olivenöl drüber. Einen Teil von unserem durchgepressten Knoblauch werden wir hier auch schon mit dazugeben. Landet im Endeffekt dann später eh alles im Topf. Dann haben wir hier noch das Tomatenmark und die Basilikumpaste, die geben wir auch dazu. Und man sollte es nicht glauben, hier werden wir jetzt das Steak-Juwel-Gewürz vom Beef Buddy benutzen. Ist eigentlich dafür gedacht, dass man seine Steaks vollendet, wenn sie schon gegrillt sind. Aber wir haben das letztens hier probiert im mediterranen Gemüse. Schmeckt hammer, hammer geil, kann ich nur empfehlen. Und da werden wir uns jetzt hier eine gute Portion mit drüber geben. Und dann werden wir das alles hier mal schön vermengen. So ist unser Grillgemüse jetzt, wie es letztens beim Grillen auch sein hätte sollen. Wir haben uns gedacht, tun wir noch ein bisschen Barbecue-Soße mit dazu. Das hat dazu geführt, dass beim Braten das alles nicht gebraten hat, sondern nur gekocht, weil es ein bisschen zu flüssig war. Deswegen werden wir die Barbecue-Soße diesmal erst später dazugeben, wenn unser Grillgemüse, Restgemüse dann angebraten ist. Dann machen wir einen fliegenden Wechsel. Das Gemüse ist ja soweit vorbereitet. Jetzt müssen wir uns unser Gyros noch vorbereiten. Dazu werden wir unser Schnitzel hier in die etwas größere Schüssel geben. Also das ist ganz normales Schnitzelfleisch gewesen aus der Oberschale. Haben wir in ganz feine Streifen geschnitten. Und hier werden wir jetzt unser Greek Spice Gewürz von der Grill Show benutzen. Hat alles drin, was so ein Gyros eigentlich braucht. Deswegen werden wir hier eine ordentliche Portion mal drüber geben. Dazu kommt der Rest von unserem Olivenöl. Der Rest von unserem durchgepressten Knoblauch. Da nehmt ihr individuell so viel, wie ihr gehen mögt. Wir haben hier reichlich Knoblauch, also auf ein Date brauchen wir heute nicht mehr gehen. Und dann wird das Ganze hier auch einmal ordentlich durchgemengt. So, das Gyrosfleisch ist dann auch soweit vorbereitet. Ihr könnt natürlich individuell jedes Gyrosgewürz nehmen, was ihr gerne möchtet. Das Gewürz von der Grill Show ist hier nur eine Empfehlung, kein Muss.
Wie gesagt, hier schmeckt jedes Gyros-Gewürz. Ihr könnt jetzt auch noch überlegen, ob ihr das Ganze hier x-beliebig lang durchziehen lassen wollt. Wir werden es gleich verwenden. Der Geschmack wird trotzdem im ganzen Topf bleiben, da geht nichts verloren. Und wenn ihr sagt, ihr wollt es gerne länger marinieren, dann dürft ihr das machen. Wir können mit den Brutzeln beginnen und deshalb wieder rüber an unseren Raketenofen. Unser Feuer lodert jetzt hier wunderschön, deswegen können wir jetzt hier unseren Potier schön draufstellen. Wenn ihr nicht wisst, was ein Potier ist, Potier ist ein afrikanischer Kochtopf. Ich habe den vor einiger Zeit schon mal vorgestellt in einem Original Potier-Kochrezept. Werde ich euch verlinken, könnt ihr euch gerne mal anschauen, da erfahrt ihr alles über den Potier. Und wir lassen ihn jetzt schön aufheizen. Wenn unser Potier dann auf Temperatur ist, werden wir anfangen, dass wir unser Gyros hier anbraten werden. Hier haben wir ja schon ein bisschen Öl drin, mehr brauchen wir da nicht, deswegen werden wir das jetzt einfach hier so reingeben in unserem Potier. Ja, wenn unser Schnitzel dann ein bisschen angebraten hat, dann werden wir das wieder hier rausnehmen. Das können wir jetzt nicht die ganze Zeit drin lassen, solange wir jetzt dann unser Röstgemüse machen, weil ansonsten wird uns unser Gyros hier kurz trocken. Ja, und dann werden wir anfangen, dass wir uns unser Gemüse hier anbraten werden. Das werden wir uns einmal schön durchrühren. Und durch die Tomaten, die wir jetzt hier drin haben, die werden dann schön weich werden und da bekommen wir dann den ganzen Saft raus. Also haben wir da schon ein bisschen Flüssigkeit drin. Das Ganze muss halt nicht so richtiges Röstgemüse werden, weil es geht ja doch alles ein bisschen in die Richtung Eintopf. Von dem her einfach nur ein bisschen braten lassen hier, soweit es eben geht. Und irgendwann wird das Ganze hier eh zum Wässern anfangen. Ein paar Minuten später ist das Ganze hier wie erwartet, also fängt alles richtig das Wässern an. Zum Braten ist es einfach zu viel, was wir hier an Gemüse haben. Wir geben dem Ganzen noch ein bisschen, bis das alles ein bisschen eingefallen ist, bis auch die Champignons um einiges einreduziert sind. Und dann schalten wir wieder drauf. So, wieder ein paar Minuten später ist unser Gemüse jetzt richtig schön einreduziert. Also wir sind mindestens um die Hälfte weniger an Gemüse geworden, was wir vorher hatten. Das ist perfekt so. Jetzt werden wir für den Geschmack hier etwas Metaxa dazugeben. Da nehmt ihr individuell einen Schluck, wie ihr es gern mögt. Jetzt werden wir hier unser Gyrosfleisch wieder mit dazugeben. Wir werden das Ganze mal schnell unterrühren. Also aussehen tut das Ganze wirklich schon hervorragend. Jetzt werden wir hier noch einen kräftigen Schluck von der Barbecue-Soße dazugeben. Da könnt ihr jede x-beliebige nehmen. Und zu guter Letzt geben wir hier unsere Kartoffeln noch dazu. Wir werden alles nochmal schön umrühren. Wichtig ist jetzt, dass wir hier nicht trocken laufen, durch das, dass wir hier unten wirklich Feuer haben und ganz wenig Flüssigkeit. Müsst ihr aufpassen, dass das alles nicht verdampft. Gegebenenfalls müsst ihr ein bisschen Brühe zufügen oder ihr könnt noch ein bisschen Bier dazugeben oder was auch immer euch da beliebt. Ich werde das Ganze jetzt erstmal so probieren. Wir werden jetzt unseren Deckel drauf geben und lassen unser Töpfchen hier schön gemütlich für gute 20 bis 30 Minuten vor sich dahin köcheln. Ja, willkommen zurück, Freunde. Gute halbe Stunde ist jetzt vergangen und unser Töpfchen sollte jetzt schon langsam fertig werden. Wir werden hier mal reingucken und wie ihr seht, schmort das Ganze da drin so richtig gemütlich vor sich hin. Ich werde jetzt mal schnell eine Kartoffel probieren und schauen, ob die schon einen vernünftigen Garpunkt haben. Die Kartoffeln sind soweit fertig und an sich könnten wir jetzt essen, aber wer aufgepasst hat, weiß, dass noch eine Zutat fehlt. Und zwar haben wir jetzt hier noch unseren Feta-Käse. Den werden wir jetzt hier noch mit dazugeben und mit unterheben, in der Hoffnung, dass der so ein bisschen schmilzt. Und das werden wir jetzt einfach mal probieren. Und durch den hoffen wir, dass wir dann auch noch schön Würze reinbekommen werden. Wir haben ja den Geschmack jetzt nur aus dem Gemüse und den Gewürzen, die wir hier rangegeben haben. Salz haben wir hier noch gar nicht mit dazugegeben. Und das lassen wir jetzt hier nochmal so 5 Minütchen vor sich dahin köcheln und dann wird angerichtet. Die 5 Minuten sind vorbei und jetzt gucken wir nochmal rein. Und unser Käse ist größtenteils geschmolzen. Ein paar einzelne Stücke sind hier noch, aber das glaube ich macht gar nichts. Und somit ist unser Gyros-Eintopf fertig und dann werden wir mal anrichten. So, dann werden wir uns hier mal eine kräftige Portion rausholen. Von der einstigen Schönheit am Anfang, das Farbenfrohe, ist hier jetzt nicht mehr viel zu sehen.
beziehungsweise nur noch ein bisschen. Und dann werden wir unseren Teller vollenden auf dem Tisch drüben. Auf unseren Teller werden wir uns jetzt noch so einen kleinen Klecks Creme Fraiche hier mit drauf geben. Da das Auge bekanntlich mit ist, werden wir hier noch ein bisschen Gründeko mit rangeben. Einmal Dill, dann haben wir hier noch ein bisschen Basilikum und hier haben wir noch ein bisschen Petersilie. Zum Schluss wird das Ganze nochmal veredelt mit dem Steakjuwel vom Beef Buddy, einem kleinen Hauch darüber. Und in diesem Moment ist das Steakjuwel-Gewürz vom Beef Buddy auch leer geworden, hat uns treue Dienste geleistet, also wirklich ein fantastisches Gewürz. Wird nicht die letzte Dose gewesen sein, die ich hiervon hatte. Und dann ist unser Essen auch fertig hier. Das werden wir uns jetzt schmecken lassen und da sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, jetzt werden wir unseren leckeren Gyros-Eintopf mal verköstigen. Ich bin mega gespannt, wie das schmeckt. Jetzt heißt es, das schöne Bild hier zerstören. Und guten Appetit. Also das ist mal ein richtig geiler Eintopf, wenn man das überhaupt Eintopf nennen kann. Also Gyros, was eh jeder liebt, zusammen mit mediterranem Gemüse in Kombination mit fantastischen Gewürzen. Eine absolute Sensation, sage ich euch. Wir werden essen, danach gibt es für euch wieder das Fazit. Und jetzt kommen wir auch zum Fazit. Nach anfänglichem Wow, super geil, ist beim Essen doch so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, gekommen. Also waren ein paar Dinge, die mich gestört haben, zum Beispiel der Feta-Käse, der war sehr dominant, der hat dann doch überragt, haben wir vielleicht ein bisschen zu viel erwischt. Was noch so ein kleiner Störfaktor war, war das Gemüse, was wir gehabt haben. Das war doch schon ziemlich weich, also hatte überhaupt nichts mehr am Biss. Das ist einfach der langen Garzeit geschuldet. Und ja, auch klar, wir haben hier Schnitzelfleisch gehabt. Eigentlich ist das Kurzbraten so Gyros, wenn man es in der Pfanne macht, aber das hier war einfach mit einer halben Stunde viel zu lange und war dementsprechend auch viel zu trocken. Die Alternative wäre ja einfach auf Nackenfleisch zurückgreifen, das könnt ihr endlich, unendlich kochen lassen und da habt ihr immer noch saftiges Fleisch, also Schnitzelfleisch ist hier vielleicht das Falsche. Geschmacklich war das Ganze wirklich dann auch solide, sage ich jetzt einfach mal. Mir hat ein bisschen die Würze gefehlt, also Leute, die wirklich auf so natürliches Geschmackserlebnis stehen, die kommen hier voll auf ihre Kosten, aber ich habe es halt gern ein bisschen würziger, also das Ganze war ein bisschen salzarm, ich habe viel nachsalzen müssen und dann wie anfanglich auch erzählt, dieser Faktor mit dem zu vielen Feta, der mich auch ein bisschen gestört hat. Ist meine persönliche Meinung, jetzt wenn ich hier wieder meinen Bruder anschaue, der hat sich hier eine Portion nach der anderen hintergeschlichtet. Also du warst ja wieder mega begeistert davon. Über Kommentare, falls das Leute nachmachen, würde ich mich mega freuen. Einfach mal, um mehrere Meinungen davon zu hören. Weil der Ansatz vor dem Gericht, den fand ich einfach ultra geil. Also war ich mega begeistert, wie wir uns das so im Kopf ein bisschen ausgemalt haben. Nur die Vollendung für mich war nicht das Optimum. So der Standard, den ich einfach für mich persönlich selber mir erwünsche. Ja, und in diesem Sinne genug gelabert. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es war, Daumen nach oben. Mit den Kommentaren habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Und solltet ihr dann noch keine Abonnenten sein, hier oben könnt ihr das gerne nachholen. Würde mich mega freuen. In dem Sinne bin ich raus. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Video. Euer MacAllister. Macht's gut. Ciao.